So. Klee und der Bundeskleber. Nachdem wir jetzt ewig lang rumtan haben, wer hier wen sieht. Ich sehe ehrlich gesagt heute nur noch schwarz. Weil ja. Vogelwild, der letzte Abschlusstag. Und so ist auch meine Frisur, Vogelwild. Also bitte sag du erst mal was, dann sag ich was. Freude, wir sind drin. Die ja, also ich habe hier auch extra hier, wie man sieht, warte hier, Foto sage ich schon, Feuer. Feier. Weil, und was hat jetzt das Feuer zu bedeuten? Ja, jetzt könnte man sagen, es ist Juhu, Freude, Feiern. Nee, es ist Feuer auf dem Dach. Nein, das ist auch Feuer unterm Dach. Es ist im Endeffekt, verdammt, ich sehe, da steht noch mein Likör. Sorry. Da gerade meine Frau trinkt den jetzt weg. Nein, ich dachte mal, weil ich habe mal so ein bisschen unsere Saisonrevue passieren lassen, also unser beiden und der des FCA. Und man hatte ja mal angekündigt, oder vielmehr ich habe prophezeit, du genauso, dass das alles nur recht knapp wird. Ja, ich habe auch ab und zu gesagt, oh, jetzt dürfte man durch sein. Das dachte ich nicht, dass wir dann im Anschluss wieder 4 Wochen so eine Scheiße zusammen spielen. However, aber es wurde ja immer alles toll geredet vom Trainer, vom Vorstand habe ich wenig gehört, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, der hätte sich vielleicht auch mal melden können, oder? Nein, okay. Was will er machen? Servus Uli, du bist ganz verschwommen. Deine Frau hat einen Filter drauf. Ach so, ja, genau. Der Mann, ja. Mach bitte aus, mach es aus. Jo. Mir wird gerade mitgeteilt, dass meine Lasagne jetzt verbrennt. Aber gut, also zurück zu meinem Feuer. Ja, es soll eigentlich, weil mir kommt es langsam so vor und deswegen das Feuer soll das olympische Feuer darstellen, weil anscheinend geht es bei uns nicht mehr um tollen Fußball und um Erfolg, sondern um dabei sein ist alles. Anscheinend geht es darum, in der Bundesliga, Hauptsache wir sind dabei, egal was passiert. Das ist ein cooles Bild. Gell, Glückwunsch. Gell, eben. Ich hab auch ein Bild übrigens. Ich habe hier die Stars an Fäden und da gibt es tatsächlich ein Kapitel mit Jim Knopf und die wilde 13. Ich habe ja kürzlich ein anderes Bild gewählt von täglich grüßt das Murmeltier. Nicht nur bezogen auf die Pressekonferenz, sondern irgendwie auf die Saisons des FC Augsburg in den letzten Jahren, seit wir am Start sind und ein bisschen so, wenn man zurückgeht. Wer diesen Film wirklich angeguckt hat, der sieht, dass in diesem Film natürlich der Protagonist vieles immer wieder gleich macht, aber irgendwann checkt das und macht doch was anders, bis er an den Punkt kommt, wo er es so verändert, dass sich tatsächlich was ändert. Und ich bin echt heute stocksauer und ich habe es auch schon gepostet. Ich schäme mich heute wirklich und das meine ich echt ernst. Und ich habe auch schon, Gott sei Dank, auch von anderen Fans, die das ähnlich sehen, eine Rückmeldung. Nicht, dass sie meine Meinung nicht verdreht. Ich kann das auch vertreten alleine. Aber ich freue mich trotzdem, dass die Leute das auch so sehen. Ich schäme mich heute gegenüber Hertha, Bochum, Stuttgart und wer war das noch? Schalke. Warum? Ich habe die Konferenz geguckt. Ich habe Spiele gesehen, Gremi, wo Spieler sich den Allerwertesten aufgerissen haben, Eier gezeigt haben. Selbst die Hertha, die übrigens, by the way, heute schon abgestiegen war. Die haben trotzdem gefightet. Und was sehe ich beim FCA? Sorry, ich kann da nichts mehr dazu sagen. Ich freue mich morgen als Augsburgerin, als Journalistin, dass ich weiter über die erste Bundesliga berichten kann und dass ich Bundesliga sehen kann in der WWK Arena. Aber heute muss ich sagen, es ist peinlich, es ist beschämend, tut mir leid. Das muss auch mal gesagt werden, so geht's nicht. Und ich habe den Enno gefragt, welche Tugenden er sich wünscht am heutigen Spieltag. Er konnte mir keine Tugenden nennen, außer bei sich bleiben. Und der Kumpel hat es mir geschrieben, hab dir ja auch weitergeleitet. Ja, sie sind bei sich geblieben, in Augsburg und nicht in Gladbach. Der Einzige, der anscheinend anwesend war, war der Herr Kubik. Und für mich ist es mittlerweile so, dass ich mir denke, wo ist diese Mentalität, dass man sich wirklich auch für einen Verein, für eine Stadt, für die Fans wirklich, wie du das oft gefordert hast, den Allerwertesten aufreißt und das Trikot schmutzig macht. Das habe ich nicht gesehen und deswegen ist es zwar morgen wahrscheinlich schön, juhu, wir sind drin, keine Relegation, kein Bippern, aber es ist beschämend und es ist traurig und es ist wirklich Augsburg nicht würdig. Unabsteigbar sich zu nennen, kann man sich echt schenken. Tut mir leid. Und zu posten, die Puppen tanzen weiter,
Sorry, also ich bin bedient, du bist wieder dran. Entschuldige. Aber schau, da bin ich schon ein Stadium weiter. Ich ganz ehrlich, ich habe nicht erwartet, dass das heute funktioniert. Deswegen habe ich mir auch mit dem einen oder anderen, also nicht angelegt, ich muss das auch mal dazu sagen, wenn sich da jemand dann mit mir battelt, dann finde ich das auch cool. Also wenn jemand sagt, hey Bundestrainer oder Markus, du hast völlig Unrecht. Ich finde das gut, das gehört dazu und ich sehe das auch keinem Grund. So war es ja auch diese Woche, wo es dann hieß, ja, man muss mal ein bisschen Optimismus und hin und her. Ich habe dann auch drunter geschrieben, mein Gott, vielleicht ist es einfach Realismus. Weil es geht ja hier nicht drum, und das haben wir ja immer gesagt, wir wollen ja nicht nur aus Fansicht, sondern auch ein bisschen Expertise rein. Und ich habe das jetzt rein als Führungskraft mal gesehen. Also das Spiel heute, und wir haben in den letzten Wochen so wenig Leben gezeigt. So wenig Energie, so wenig Herzblut, so wenig, eigentlich von allem zu wenig. Uns aber immer hingestellt, als hätten wir unglücklich und wüssten wir ja eigentlich, auf welchem Weg wir sind und hin und her. Und da war mir das vollkommen klar, dass das heute in Gladbach nichts werden kann. Und man hat es ja gesehen, ich glaube, in der dritten Minute haben wir das erste Tor gekriegt. Und ganz ehrlich, ich bin auch hin und her gerissen, weil mir Stefan Reuter viel kritisiert, weil er da draußen immer so rumbrüllt und seinen Hampelmann macht. Aber ganz ehrlich, in dem seinen Adern fließt wenigstens nur Blut, würden die 11 auf dem Feld nur halb so viel rumzetern und Gas geben. Und das fehlt mir eben, die Leidenschaft. Man fragt sich, warum stehen die da? Wenn es ihnen keinen Spaß macht, sollen sie daheim bleiben. Und ich glaube, also für mich ist es wirklich ein Rätsel, und das soll jetzt auch nicht provokant klingen, aber da muss von oben einfach eine Veränderung her. Sprich, wenn ich merke, also wenn ich sehe in meinem Team, es läuft nicht, dann muss ich reagieren. Ja, dann muss ich Mittel und Wege finden. Und da ist einfach die Vereinsführung jetzt auch gefragt, eine Mannschaft zusammenzustellen und da in die Analyse gehen, in die Führung gehen und dann das Team wieder auf Spur bringen. Weil das Ding ist blutleer, das Team. Aber Tremi, weißt du, ich weiß, du kritisierst das immer, aber ich muss es auch dazu sagen, es ist immer leichter von außen zu kritisieren. Ich weiß, was du sagst, aber wenn ich dann in so einer PK sitze und natürlich, was er auch tun muss, das ist auch sein Job, ein Trainer auch seine junge Mannschaft lobt, ist ja alles toll und ist super und das gestehe ich ihm zu und dass er daran arbeitet und dass die nicht auf den Platz gehen und per se sagen, wir haben eh keinen Bock, das glaube ich alles, das glaube ich wirklich. Aber da fehlt einfach dieser Ticken Leidenschaft und wirklichen Willen. Und jetzt kann man alle Spiele analysieren und sagen, wieso, da waren sie doch gut und da haben sie gut und gegen Union und gegen Dortmund waren sie ja auch nicht so schlecht. Das mag ja alles sein, aber dieses sich wirklich für etwas brennen, es passt jetzt wieder zu deinem Bild da hinten, für etwas brennen, wirklich brennen. Und zwar unabhängig jetzt, ob man jetzt oben spielt, in der Mitte, unten, ob man absteigt. Das ist das, was ich dir vorhin gesagt habe, was ich heute gesehen habe. Wenn ich eine Hertha sehe, die schon abgestiegen ist und trotzdem kämpft, dann denke ich mir, verdammt normal, und das sagst ja du auch immer, und ich will jetzt gar nicht um die Summen reden, die die verdienen, darum geht es nicht. Das ist wirklich egal, in welchem Job, ich muss ja, gut, noch für wobei, etwas brennen. Wir dürfen aber Hertha auch nicht, Dings, Hertha ist genauso... Aber auch Bochum und Stuttgart, nein, aber Hertha sind genauso Versager, weil die hätten eigentlich die ganze Saison schon das retten können. Schalke hatte den Fluch von der Hinrunde, die hatten halt da echt ein schweres aber Ding. Aber sie zeigen doch heute ganz was anderes, eine ganz andere Körperhaltung. Ja, die kämpfen, Bochum. Die kämpfen, Bochum ja, aber das sind... abgeschrieben und sind jetzt weiterkommen. Und Stuttgart, Tremi bitte, wir haben uns ja geschrieben, den Wortlaut wollen wir jetzt nicht wiederholen, Stuttgart faltet sich zu einem 1:1 und scheitert knapp an einem 2:1. Und ganz ehrlich, also ja, aber auch da, Cleo, ganz ehrlich, ich kann mich nicht in eine Pressekonferenz Woche für Woche setzen. Also nochmal, ich sage nicht, dass der Enno der Falsche ist, um Gottes Willen. Nein, und er soll auch gern weitermachen. Aber es wird halt irgendwann unglaubhaft, wenn ich hergehe und Woche für Woche erzähle, was man alles kann, was man sich vornimmt, was man tut, was man macht. Vielleicht ist es dann irgendwann mal an der Zeit, dass es mal scheppert.
Und ganz ehrlich, es gibt heute wenig Grund. Grund für die Verantwortlichen zu feiern, für die Leute aus der Geschäftsstelle, ja, aber für die Mannschaft. Ganz ehrlich, die Mannschaft hat seit Wochen nichts mehr geleistet. Die Mannschaft profitiert davon, dass andere ihren Job nicht erledigen, so wie heute. Wenn Stuttgart nur ein Tor mehr schießt, dann sind wir in der Relegation. Ja, also es ist nicht der Verdienst unserer Mannschaft. Und wenn wir mal ehrlich sind, und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man mir jetzt hier irgendwie die Fanschaft absprechen könnte, sondern ich sehe es wirklich realistisch und fachlich. Die Spiele, die wir gewonnen haben, gegen Union, gegen Dortmund oder Sonstiges, ganz ehrlich, die haben wir auch nicht gewonnen, weil wir da so einen riesen Fußball hingezaubert haben, sondern weil es bei den anderen Mannschaften nicht lief. Und das ist das realistische Bild, wo man haben muss. Und bei allen anderen Dingen haben wir einfach versagt, bodenlos versagt. Und das muss halt vielleicht mal irgendjemand der Mannschaft zutragen und vielleicht auch in dem Präsidium und nicht rumkacken oder mich blöd anschreiben, wenn man dann mal was sich erlaubt, gegen den FCA zu schreiben. Dass dann irgendjemand aus dem Präsidium mich anschreibt oder Sonstiges. Die sollen erstmal ihre Hausaufgaben machen. Und klar ist man Fan oder Sonstiges, aber ihr Job ist es verdammt nochmal, den Verein nach vorne zu bringen. Und nach vorne bringen heißt nicht, jedes Jahr nur die Klasse halten. So, jetzt war ich auch mal ein bisschen emotional. Nee, du hast vollkommen recht, aber sei doch mal stolz, lieber Bundestrainer. Du wirst wenigstens angeschrieben. Wenn die Cleo in ihrer Kolumne, die ich ja auch noch habe, jetzt mache ich ein bisschen Werbung, Fanblog bei A3 Kultur oder in meinem PK und Mixed-Schlittern schreibt, das interessiert ja gar keinen und ich sage das Gleiche wie du, weil ich es gelernt habe bei dir. Ja. Nee, also ich bin doch voll bei dir und ich bin ja auch in den Foren unterwegs und du stellst ja ab und zu mal Fragen und ich tausche mich aus mit den Menschen und mit Leuten, die auch eine Ahnung haben von Fußball, so ist es ja nicht. Also als Journalistin ist man immer auch in einem Team unterwegs, in der Redaktion. Aber wen hast du zu Besuch? Du hast ja Party, oder? Wer kommt ja, da? Leider ein Bayern-Fan. Glückwunsch zur Meisterschaft, Seppel. Ja, kannst sagen, Glückwunsch auch von der Cleo, die heute auch nur ihren zweiten Verein... Geh mal mit deinem Trainingsanzug näher ans Feuer. Geh mal da hin. Wie heißt der Seppel? Hallo Seppel. Der Schneider-Seppel. Schneider-Seppel, Glückwunsch. Ja, weißt, gestern war in Lützelburg Altkleidersammlung, jetzt gibt es wieder hier Bayern-Sammlung. Du, sag ihm mal, dass ein BVB-Fan, Sympathisantin ihm gratuliert, weil das war die nächste Enttäuschung des heutigen Tages, weil, also unglaublich. Es war ein spannender, jetzt mal rein von Fußballsicht gesprochen, ein spannender Abschlusstag, 34. Spieltag in dieser Bundesliga-Saison. Das war es allemal, ich habe Konkurrenz geguckt. Und das, was mit Dortmund war und Köln, war ja kurzzeitig der Meistermacher mit dem 1-1. Kurzzeitig war ja Dortmund doch Meister und dann waren es doch die Bayern. Nur die Bayern haben jetzt Kahn und Salihamidzic rausgeschworen. Ja, das ist auch geil. Da fallen sie sich nur um die Arme und jubeln die Meisterschaft und dann schmeißen sie es raus. Du, der Kahn durfte gar nicht mitfeiern. Der hat gepostet. Aber jetzt zum Schluss, weil du siehst ich habe Besuch. Ich muss mich ein bisschen abkürzen. Ich muss dem sein Kittel ins Feuer schmeißen. Nein, was haben Bayern und FC Augsburg gemeinsam? Außer den Freistaat. Verdient blieben und Meister geworden, oder? Ja, man muss das auf einen Nenner bringen. Du bist hier der tolle. Beide hatten Erfolg, weil die anderen zu blöd waren. In diesem Sinne, mach dein Mann deine Spaghetti, sag liebe Grüße an Uli und wir haben jetzt Gott sei Dank Wellness bis zur nächsten Saison. Bei dir hatten ja aufregende Zeiten. Ich gönne sie dir. Lieber Trämi, es war eine schöne Saison mit dir und wir schauen, was da kommt in der nächsten, oder? Auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Ciao.